Hallo Kriegerclownies und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir sammeln hier erstmal die ganzen Sachen ein, die hier überall rumliegen. Und machen Sachen kaputt. Sachen einsammeln, Sachen kaputt machen. Das können wir gut. Pass bitte auf, das repariere ich noch. Dämliche Laufrolle. Was stimmt nicht mit dir? Okay. Ach, guck an. Hier ist Gift. Was Gift? Zack, zack. Da ist nochmal Hack selber, glaube ich. Oder irgendwas anderes. So, da haben wir roten Mist. So, die Truhe können wir uns jetzt fix holen, oder? Nee, können wir nicht. Da ist immer noch Gift. Shit. Was brauchen wir? Irgendwas zum Bischof nicht brauchen wir. So, okay. Ach ja, übrigens, ich möchte erstmal den lieben Herr Stefan Holler danken, dass er uns dieses echt geile Intro gemacht hat. Wenn ihr mal Interesse habt an auch so einem geilen Intro, was wir haben, dann ich kann euch den Herrn echt empfehlen. Ich werde auch für euch alle nochmal den Herr Holler unten hinpacken, dass ihr auch mal wisst, wer das genau ist. Zack. Und dann könnt ihr euch auch so nette Sachen. Sind alle Zwerge so schräg wie Brock und Sindri? Nein. Warum verstehen sie sich nicht? Was war denn da? Geheimer Luftschutz. Das ist allein ihre Sache, Junge. Geheimer Luftschutz. Leder. Geheimer Luftschutz. Ablenkzeit. Den müssen wir wahrscheinlich erstmal verbessern. Klar. So, okay. Da haben wir nochmal live. Können wir uns noch ein bisschen voll machen. Ein bisschen aber nur. Was haben wir hier? Da können wir hoch. Und da haben wir eine Truhe. Ach, halt, stopp. Okay, haben wir. Da ist noch mal was. Das muss ich mir mal Symbol merken. Das ist das. Das haben wir da oben nicht, das Symbol. Warte mal. Das ist so eins. Ich weiß nicht, ob das jetzt war. Komm, wir mal drehen. Nö. Komm, nehmen wir das jetzt mal mit. Quicksilber 400. Das muss das andere sein. Machen wir nochmal drauf. Das Symbol müsste es sein, oder? Nee, auch nicht. Hä? Warte mal. Das? Kann es das sein? Warte mal. Aua. Ich setze mich mal ins Lagerfeuer, genau. Ich gucke nämlich gerade mal rum. Wo könnte denn da das andere Ding sein dafür? Gucken wir mal, ob die Truhe oben offen ist. Nee. Das ist das Ding nämlich.
Alter, ey. Nicht aufwendig. Welche Richtung ist denn das jetzt? Die Richtung ist das. Jo. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das da unten. Das muss nach drüben sein. Nö, das muss in die andere Richtung, das Zeichen. Okay, doof, doof, doof. Nee. 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 Warte mal. Klar. Zack. Und dann müsste das Ding hier unten nicht drin sein. Zack. Jo. Jetzt ist es offen, oder? Jawohl. Sag ich doch. Wunderbar. Hopp. Auf das Ding. Damit. Zack. Wunderbar. Und mit Blutmet. Sehr cool. So. Dann mal weiter direkt. Und dann hier hoch. Hoppa. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Ach nö. Ja, dann mal los. Da ist noch eine Wiedergängerin. Ja, ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich will aber die Truhe erst. Atreida. Zack. Und dann mal hier. Zeigen. Aufklingszeit, Wildschwein. Das ist halt alles noch nicht so ausgebaut. Oh, Idiot. Zack. Kenn ich nämlich noch was? Silber bestimmt, jawohl, sag ich doch. Haben wir hier noch was? Nö. Zack. Hopp. Bestimmt wieder Hacksilber? Yo. Gute Hacksilber. Alter. Ich verklopf dich. Komm her, Alter. Die olle Schrapnelle. Oh, ey. Ich geh mal raus hier. Da drin hat sie auch nochmal was ordentlich. Oh, Gift. Ich brauch mehr Zeit. Ja, ich verdresche sie in der Zeit. Jetzt stirb doch endlich! Stirb! Hexe! Alter Schwede! Das Ding hier, schon wieder! Verschlossen mit Magie. Verborgen Kammer 2 von 7. Keine Ahnung, wie die Dinge aufgehen, immer noch nicht.
Müssen wir mal schauen. Was haben wir hier? Ich sehe auch nichts. Schade. Da passiert nichts. Mist. Schade. Och nee. Jetzt hängen die Dinger auch hier oben. Du wolltest auch nicht einfach, ne, mein Freund. Zack. Hier wieder hoch. Komm mal, Treus, mein Freund. Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit dir. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Die Wölfe sind irgendwie krank. Die sind auch krank. Aua. Alter. So. Das war gut, oder? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Vestarium hinzugefügt. Müssen wir mal gucken hier. Hier haben wir den. Dann haben wir die Truhe zum Beispiel noch. Ja, ich habe mich angezettelt, ich weiß. Zeig's mir nicht noch. Was haben wir hier? Menü anzeigen. Einmal Schulterwickel. So. Warte mal, da müssen wir von der anderen Seite. Fuck, das war falsch. Nochmal. Okay. Ja, Merde. Jetzt komme ich an die Truhe. Gib her das Ding. Los. Wuppa. Warte mal hier. Angriff des weißen Bären. Na komm. Das gehört auch mir jetzt. Oh, ist deine gehabt. Ist aber nichts drin. Okay, schade. Warte mal. Och, nö, was ist das denn jetzt? Mit dir! Oh.
zunächst dich auf. Zack. Und zack. Komm her. Oh. Jawohl, aufs Maul gekriegt. So, Frostflamme. Legendär. Die Vatana Wacht. Stahl. Symbol der Wahrheit. Oh, geil. Geil. Gibt ordentlich. So. Auf die Tür. Berg. Grund. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Was war hier? Ob Sindri weiß, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Hier nicht. Interessant, hier ist das Zeug. Das ist mir egal. Ich hab keinen Bock mehr. Irgendwie werden gleich bestimmt irgendwelche Viecher wieder auftauchen. Ist das Rauch? Was haben wir hier? Hacksilber. Okay. Oh Gott, das ist schade. Oh Gott. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Kratos ist nicht so begeistert. Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Eine Welt jenseits unserer. Der Hexe folgen. Okay. Naja, gut. Schauen wir einfach mal. Was ist das hier? Was hast du vor? Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. So, das brauche ich. Das will ich haben. Mach ich alles kaputt. Hallo? So, okay. Hacksilber. Den musst du okay. Umlegen. Okay. Ich leg um. Zack. Da,
Und jetzt? Tirs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Okay, Ragnarök. Dann tötet die Weltenschlange Thor also. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. So. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Machen wir mal die Tür auf. Klingt einsam. Oh. Ah. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Justa! Was? Es ist fest! Alpenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Diese Wurzel, was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Vanaheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelernt. Lass mal die Tür auf. Tirs Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tyr bereiste von dort aus die neuen Welten und warte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Hallo Riesenschlange. Außer den Häschern. Alles klar. Große. Mysterium, was ist denn da jetzt zugefügt worden? Helhäscher. Was ist das Neue? Die Weltenschlange. Ndui Kamban. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Justa. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt, jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Das sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Warnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber.
Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Das war beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tirs Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Justa, deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja. Das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm.
Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Ist los? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sieh dich doch mal um. Bleib bei